Hallo, meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's alle ganz gut, wo auch ihr seid. Ja, ich mache schneller ein Gesichtsdampfbad, bevor ich meine Gesichtsmaske mache. Und dieses Gesichtsmaske besteht aus Kaffee, Zucker und Kokosnussöl, also Bio-Kokosnussöl. Ihr seht oder ihr bemerkt auch, dass ich ein bisschen Probleme mit meiner Haut habe, woher das kommt, ob das liegt an meinen Cremes oder egal, ich weiß auch nicht von der Ernährung, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, letzte Zeiten habe ich so viel Pickels und ihr seht auch diesen alle Flecken im Gesicht und das stört mich richtig. Weil tagsüber trage ich ja kaum Make-up, überhaupt gar nicht, und so rumzulaufen sieht echt ein bisschen blöd aus. Da habe ich mir jetzt diesen Dampfbadgerät hier mir besorgt und ich hoffe, das hilft, und das werde ich jetzt regelmäßig benutzen. Und also ich muss wirklich ehrlich sagen, es ist viel besser geworden. Wenn ich euch meine vorherigen Videos oder Fotos zeige, dann würdet ihr sagen, boah, was hat sie denn mit Gesicht gemacht und so. So Februar, Januar war so sehr schlimm mit meinem Gesicht, aber jetzt ist besser. Vielleicht habt ihr auch Ideen, was ihr benutzt oder welche Kur ihr macht oder welche Creme ihr benutzt, damit euren Gesicht weniger Pickel habt oder so. Keine Ahnung. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps auch sagt. Und ja, ich zeige euch schon meine Gesichtsmaske, was ich gemacht habe. Und das ist eigentlich ganz einfach. Das ist einfach, ihr habt Kaffeeansatz oder Kaffee, wir kochen Kaffee. Das Rest Kaffee, was übrig bleibt auf der Kaffeemaschine, könnt ihr natürlich benutzen. Oder ihr kauft euch einfach einen normalen Kaffee und macht ihr. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man diese Kaffeemaske macht. Man kann sich bei YouTube viele Ideen holen. Und ja, also so viel investieren muss man auch gar nicht, weil das geht ja sehr schnell. Und günstig halt, weißt du? Oder wisst ihr? Also das ist mein Kaffeemask. Da drin ist Kaffee natürlich und Zucker. Und 1-2 Teelöffel Kokosnussöl. Also ihr könnt Zucker, ein Teelöffel, ein Gehöfte oder ein Teelöffel Zucker machen und Kaffee, ja, macht ihr, wie ihr denkt. Auf jeden Fall, letzte Zeiten habe ich so viel Pickel. Für Gesichtsmaske zeige ich euch, wie ich das überhaupt denn mache. Also ich habe ja diesen Kaffee mit Kokosnussöl und natürlich auch Zucker. Habe ich mir selber zusammen gemixt. Und es gibt natürlich auch zu kaufen, oder es gibt auch Gesichtsmaske, ihr könnt machen, aber ich denke, das ist die günstige Möglichkeit oder günstige Variation, das zu machen, wo ihr auch Geld spart. Also ihr tragt das auf eurem Gesicht und massiert euren Gesicht damit. Kaffee duft nicht, aber ich liebe es. Ich mache Kaffee zu trinken und gleichzeitig liebe ich das auch, wenn ich das auf dem Gesicht trage. Und vorm Schlafen kann man das auch machen. Und glaubt mir, euer Gesicht wird so richtig weich und schön. Einfach. Weißt ihr? Und da habt ihr weniger unreine Hautheit. Und ich habe, wie gesagt, ich hatte diese paar Monate seit Januar. Bis jetzt habe ich so unreine Haut. Und ich weiß gar nicht, Leute. Ich weiß es nicht, woher das alles kommt. Ob das liegt an dieser Maske oder ob es an... Ist viel besser geworden. Also jetzt mag ich meine Haut so, wie es ist. Thank you.
Also so sieht das aus. Ihr könnt das so 5 Minuten auf eurem Gesicht lassen und danach auswaschen. Mit lauwarmes Wasser ist immer gut, das auszuwaschen. Und ja, so mache ich das die letzten Zeiten halt. Macht ihr denn heute? Wie war eure Nacht? Heute ist ja bei uns ja Samstag. Und heute ist ja 1. Mai und das ist Tag der Arbeit. Oder irgendwie so. Da ist die ganze Geschäften zu, alles ist zu. Und man kann nirgendwo hingehen oder viele draußen, zum Beispiel in der Hauptstadt, wird viel demonstriert. Demonstration. Und ja, genau. Sagt mir, wie ihr euren Tag heute verbringt, was ihr macht. Und ja. So schlimm sieht das doch gar nicht aus, oder guys? Let me know. So you can do this on every day the way you like. You don't need to buy anything else for your to waste money. This is you can save money though. You can save money though. Hallo, jetzt zeige ich euch, wie mein Gesicht aussieht, wenn ich das ausgewaschen habe. Ich habe das mit lauwarmes Wasser gewaschen und also ich kann wirklich sagen, es fühlt sich wirklich schön an und mein Gesicht ist richtig weich, ist ölig. Also mit der Öl könnt ihr sozusagen selber wissen, wie viel Öl ihr an dieser Kur macht. Gesichtskur. Ihr müsst nicht so viel Öl machen, aber ich mag gerne, wenn mein Körper viel Öl hat und das trocknet nicht und mein Gesicht ist sehr smooth und oh, es ist so gut. Ja, also ich bin wirklich zufrieden. Ihr könnt es gerne ausprobieren, vielleicht ist es was für euch. Falls ihr das ausprobiert, könnt ihr mir gerne schreiben und wenn ihr eine Idee habt, wie ihr eure Kur macht, Gesichtskur, könnt ihr mir das auch ein paar Ideen auch schreiben und werde ich das auch ausprobieren. Und wie gesagt, mit dieser Kaffeekur, es gibt so viele Ideen bei YouTube, so, dass man sich das angucken kann. Vielleicht gibt der eine oder der andere, was euch auch natürlich dazu noch gefällt, was ihr noch dazu macht. Aber wie gesagt, ich bin wirklich zufrieden und ich bin eine Person, die gerne viel ausprobiert, die gerne viel was macht. Entweder mit Haare und oder mit Kur. Gerade habe ich auch meine Protective Hairstyle. Und ja, und oh mein Gott. Ja, so, falls euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben und unterstütze mich, dass meine Videos und weit kommt. Ich gebe mir einen Daumen nach oben und don't forget to share my videos. Support me and follow me. Ich freue mich auf euch. Gently love you guys. Love you. Kiss, kiss.